Hallo. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, hier oben zu stehen. Ich habe mehrere Monate überlegt, ob ich kandidieren soll. Und ich habe mich nicht im Wiki eingetragen, weil ich, wie vielleicht die meisten von euch inzwischen wissen, die Hauptorganisatorin der Flaschenpost bin und verantwortlich für die, also beauftragt für die parteiinterne Nachrichtenverbreitung. Ich habe mich nicht als Kandidatin eingetragen, weil ich dachte, dass, wenn ich in den Bundesvorstand mich wählen lasse, die Neutralität dieses Mediums nicht mehr gewährleistet ist. Das ist mir aber wichtig, darum habe ich es nicht getan. Mir ist heute von vielen Seiten gesagt worden, dass ich diese Entscheidung durchaus dem Parteitag überlassen sollte. Und das tue ich jetzt. Also wenn ihr glaubt, dass mit dem, was ich tue, das, was ich bislang getan habe, gewährleistet bleibt, stehe ich euch als Beisitzerin zur Verfügung. Ein bisschen was zu mir. Ich bin Gefion, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin gelernte Buchhändlerin, ich arbeite im Marketing. Ich studiere Kulturwissenschaften mit Ausrichtung auf Soziologie. Ich bin ein bisschen hyperaktiv. Ich mache die Flaschenpost jetzt seit einem Jahr, habe sie, denke ich, zu dem gemacht, was sie heute ist, mit einem Team von etwa 20 Leuten. Dankeschön. Das alles wäre nicht möglich ohne die Unterstützung, die ich habe. Ich hoffe, die hätte ich auch in einem Vorstandsamt. Ich gehe davon aus, dass ich sie hätte, sonst würde ich nicht kandidieren. Ja, ich lebe in Großbritannien. Ich habe aber im letzten halben Jahr auch von Großbritannien aus das, was ich mache, hier weitergemacht. Und es hat großartig funktioniert. Wir sind immerhin die Internetpartei und man kann wahnsinnig viel online regeln. Ich bin genauso erreichbar wie jeder vor Ort. Ich bin halt nur nicht so häufig vor Ort, weil ich mir nicht leider finanziell nicht leisten kann, einmal im Monat rüber zu fliegen. Aber ich bitte euch, das bei euren Entscheidungen zu berücksichtigen. Ansonsten, ja, stellt mir bitte Fragen, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, vielen Dank. Es besteht offenbar der Wunsch, Fragen zu stellen. Bitte sehr, du hast das Wort. Ja, du wirfst die Frage an uns zurück, ob du, was die Zeitung angeht, neutral bleiben kannst, wenn du gewählt wirst. Ich möchte die Frage wieder an dich zurückgeben. Hältst du das für möglich? Traust du dir das zu? Ich persönlich halte es für möglich, weil Vorstandsamt oder nicht Vorstandsamt, ich bin ja derselbe Mensch und meine Entscheidungen treffe ich auf der gleichen Grundlage. Und darum denke ich, dass ich das kann, ja. Ja, vielen Dank. Fragesteller am anderen Mikro, bitte. Welche Differenzen könnte es zwischen dem Bundesschiedsgericht und dir geben, aufgrund der Tatsache, dass dein Freund im Bundesschiedsgericht ist? Keine, denn wir sind zwei unterschiedliche Personen und das hat nichts miteinander zu tun. Gut, vielen Dank. Nächste Frage hier bitte. Wird dann deine Arbeit für die Flaschenpost eventuell kürzer treten müssen? Und wie sieht es dann aus mit dem Bayerischen Landesschiedsgericht? Weil das ist dann demnach nicht mehr handelsfähig. Das habe ich auch befürchtet und das war auch vorab ein Grund, nicht zu kandidieren. Ich habe mich aber heute belehren lassen, dass das Schiedsgericht handlungsfähig ist, solange es noch drei Richter hat. Wenn ich gewählt werde, hat das Bayerische Landesschiedsgericht immer noch vier Richter. Das wäre also gewährleistet. Meine Arbeit für die Flaschenpost wird tendenziell ein bisschen kürzer treten müssen. Aber ich habe, wie ich schon erwähnt habe, ein Team von etwa 20 Leuten, die das ohnehin mit mir zusammen machen. Und habe Vertrauen in diese Leute, dass sie auch, wenn ich nicht mehr ganz so viel machen kann, weil ich andere Aufgaben habe, das mit übernehmen können. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich immer, dass ihr alle jederzeit bereit seid, für die Flaschenpost etwas zu tun, wenn Notwendigkeit besteht. Gut, vielen Dank. Stefan, bitte. Ja, ich würde noch mal ganz kurz deutlich von dir hören. Würdest du die Leitung oder die Redaktion der Flaschenpost abgeben, wenn du einen adäquaten Nachfolger findest, oder schließt du das generell aus? Also wirst du auf jeden Fall Beisitzerin und Flaschenpost sein? Es gibt im Moment eine Person, die meine Stellvertretung in der Flaschenpost ohnehin schon macht. Das ist Thomas Herzog. Ich weiß aber, dass er die Ressourcen nicht hat, das voll zu übernehmen. Dementsprechend würde ich es weitermachen, bis es ein
anderen Kandidaten gibt, der das machen könnte. Ich sehe aber nicht, warum ich es abgeben muss, wenn ich Beisitzerin bin. Gut, vielen Dank. Nächste Frage, bitte. Aufgrund deiner vielfältigen Tätigkeiten sagst du auch manchmal auch, dass du einfach viel zu tun hast. Glaubst du, dass du wirklich so viel Freizeit noch für ein auch nur als Beisitzer aufwenden kannst und das wirklich ausfüllen kannst? Ja, das glaube ich. Ja, danke sehr. Die nächste Frage, bitte. So, ich stelle dir dieselbe Frage wie den anderen Kandidaten. Stichwort Jugend- und Erwachsenenschutz. Wie stehst du dafür zu? Ich muss gestehen, dass ich mich mit diesem Thema noch nicht sonderlich intensiv beschäftigt habe. Und solange ich mich damit noch nicht intensiv beschäftigt habe, kann ich dir dazu leider keine Meinung sagen. Okay. Gut, vielen Dank. Gibt es den Wunsch, weitere Fragen an Gefion zu stellen? Dann bitte jetzt zum Mikrofon. Für mich erkennbar dorthin rennen. Das ist nicht der Fall. Dann ist die Befragung geschlossen. Gefion, vielen Dank. So. Bevor